Hallo zusammen, mein Name ist Sveni und ich erzähle euch heute meine Geschichte von meinem ersten Mal Sex. Ich war dann zumal 15 und ich war im Konflager. Es war ein Typ im Konflager mit mir, der hat mich dann zumal ziemlich nice gefunden und ich genau. Und schon vor dem Lager haben mich meine zwei Kolleginnen darauf hingewiesen, dass er gerne mit mir im Konflager Sex haben würde. Und ich habe ihnen dann aber noch nicht geglaubt, bis er dann tatsächlich an die Türe hat geklopft und er ist reingekommen, hat meine Kolleginnen rausgeschickt, ist zu mir gekommen und hat mich dann wirklich nochmal gefragt, ob ich das wirklich möchte. Ich habe dann nicht überlegt und habe einfach ja gesagt. Und es ist ziemlich schnell gegangen, geschlagene 5 Minuten. Er hat dann sein Ding durchgezogen, hat nichts auf mich geschaut, so à la rein, raus und fertig. Es war eine ziemlich schlechte Erfahrung für mich, weil er hat null auf mich geschaut. Er ist dann auch einfach gegangen und hat sich noch bedankt. Und ich war dann dort und habe mir so gedacht, ja wow, für das habe ich jetzt mein erstes Mal geopfert, für einen Typ, der sich eigentlich als Person nicht für mich interessiert, sondern nur an Sex hat gedacht und daran, dass er mich entjungfern kann. Es hat mich ziemlich geprägt, eine Zeit lang. Deshalb wirklich nehmt euch Zeit, schaut auch mit wem ihr es wirklich machen wollt, ob ihr bereit seid oder nicht. Und ja, habt trotzdem Spass. Vergesst es nicht.